Ja, hallo, ich bin wieder unterwegs mit meinen Stöcken hier über den Friedhof und ich habe heute mein Ruhrpott-Missions-T-Shirt an und so eine orange Weste, die ihr hier seht. Da steht hinten drauf gerade: Du brauchst Jesus. Und ich glaube, so mancher, der hier vielleicht sein Grab pflegt, da hinten ist eine Frau, die pflegt sein Grab, ihr Grab oder das Grab ihres Mannes oder wer da auch liegen möge. Und wenn ich dann da so lang mit meinen Stöcken gehe, gerade du brauchst Jesus. Der Herr kann überall unter den komischsten Umständen oder wie man sich auch äußern möchte, durch ein Wort und durch einen Satz kann er ganz kräftig an die Herzenstür klopfen. Das kann man gleichzeitig mit einer Verbindung, mit einem Gebetsspaziergang in Verbindung setzen, dass man wirklich an den Seelen denkt, die einen besonders auf dem Herzen liegen. Und ich werde das jetzt weiter tun. Und ich möchte ganz kurz euch deutlich machen, weil das ist jetzt, heute ist schon der 13. Juni. Ich möchte erstmal ganz, ganz herzlich danken für alle Spender und Unterstützer der Ruhrpott-Mission. Egal auf welchem Konto das ihr jetzt überweist, ihr habt euch als ein Werkzeug Jesu Christi gebrauchen lassen und habt das von den Herren aufs Herz gelegt bekommen. Und nochmals vielen, vielen Dank für eine jede Spende. Vielen Dank für eine jede Gebetsunterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte euch bitten, dass ihr weiter für uns betet. Folgende Termine liegen an. Am 15. Juli, so wie es jetzt aussieht und ich das mit einem Bruder besprochen habe aus Kaiserslautern, werden wir am 15. Juli mit den Andreas nach Kaiserslautern fahren, um dort auf der Straße zu predigen. Und am 16. Juli und am 17. Juli in der Hoffnungskirche Kaiserslautern dort bei Bruder Peter Krell am Gottesdienst teilnehmen, wo ich dann für 10 bis 15 Minuten nochmal die Arbeit der Ruhrpott-Mission vorstelle. Das ist am 15., 16., 17. Juli. Dann ist es so, dass Anfang September wir nach Dresden-Leipzig fahren, um dort den Anatoli zu unterstützen, wo wir schon jetzt im Februar waren, also im September nochmal Richtung Leipzig-Dresden. Und am 30. September, 1. Oktober, 2. Oktober sind wir in Bremen, wo wir dann am 2. Oktober beim Erntedankfest in der St. Martini-Gemeinde die Arbeit der Ruhrpott-Mission auch noch mal vorstellen und dementsprechend dann auch für die Arbeit aufrufen zu beten. Und wenn Gott es aufs Herz legt, auch sind wir natürlich auf jede weitere Spende angewiesen. Dann ist es so, dass wir dann am Ende Oktober, wie es bis jetzt aussieht, gehen wir am 28., 29., 30. werden wir in Freiburg sein, wo wir etwas tun mit Christian Runkel zusammen und wollen dort in Freiburg auf der Straße predigen, sein Wort verkündigen und wollen dort Büchertischarbeit machen. Auch dafür könnt ihr bitte beten. Vielleicht ist es sogar so, dass wir dann vom Oktober her, müssen wir schauen, wie wir das machen, das ist dann Oktober, also das ist 28., 30. Oktober, dass wir dann vielleicht sogar zur Schweiz fahren, um mal den Nathan zu besuchen. Aber ich habe den Nathan geschrieben und hoffe, dass er bald antwortet, dass wir da vielleicht Oktober, November einfach mal den Nathan und Crosstalk, Crosspaint besuchen. Das wäre super, wenn wir schon einmal unten sind, dass wir das dann dementsprechend verbinden. Da könnt ihr auch dann für beten. Und wenn das Gott will, wird er die Türen aufschließen. Wenn er das nicht will, schließt er die Türen zu. Da können wir uns tausendprozentig auf ihn verlassen. Der Herr segne euch und behüte und bewahre euch alles. Nochmal vielen, vielen Dank für alles. Gott segne euch. Alles Liebe in der Liebe Jesu Christi und im Gebet miteinander verbunden. Und ihr könnt auch jetzt schon beten, wenn das auch noch etwas länger nach hinten raus ist. Wir möchten gerne oben in der Adventszeit einmal die Seals nochmal abklabastern, um da noch auch einmal missionarisch tätig zu werden und mal schauen, was der Herr uns noch so
aufs Herz legt. Vielleicht auch eine Evangelisation nochmal in Wilhelmshaven in der Adventszeit. Der Herr möchte euch einfach das auch aufs Herz legen. Betet, dass der Herr uns die Türen öffnet, wo nach seinem Willen die Türen auf sein sollen. Und dass er uns die verschließt, wo es nach seinem Willen verschlossen sein soll. Alles Liebe, Gottes Segen, euer Arno. Tschüss.